Hallo an alle, die hier zusehen. In diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie man anhand von Eigenschaften, die man gegeben hat, einen möglichen Verlauf des Funktionsgraphen zeichnen kann. Meistens liegt das nur an ganz bestimmten Beschreibungen, die man nicht sofort versteht. Zum Beispiel hier, da steht, die Polynomfunktion ist, und jetzt kommt gleich was Wichtiges, für x kleiner gleich minus 2. Und das möchte ich jetzt zuerst mal erklären. Was bedeutet dieses für x kleiner gleich minus 2? Naja, ich suche mal, wo sind denn alle x, die kleiner oder gleich als minus 2 sind. Hier ist ja x minus 2. Alle x, die kleiner sind, liegen hier. Also, ich könnte das hier mal markieren. Zum Beispiel, da sind alle x, die kleiner oder gleich sind als minus 2. Aber die müssen ja jetzt nicht unbedingt auf der x-Achse liegen. Das könnte ja auch zum Beispiel hier oben sein. Auch hier sind ja alle x kleiner gleich als minus 2. Oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Das heißt, man sieht schon, es dreht sich um diesen ganzen unendlich großen Bereich hier. Und jetzt steht, die Funktion ist für x kleiner gleich minus 2, das heißt in diesem gefärbten Bereich streng monoton fallend, bedeutet, die muss hier bergab gehen. Ich mache hier mal einen Pfeil runter, dass ich das nicht vergesse. So, damit habe ich die erste von 5 Eigenschaften schon gemacht. Ich muss sie natürlich nachher noch zeichnen, wenn ich dann fertig bin. Aber zuerst ist es einmal günstig, wenn man sich alle 5 durchliest. So, jetzt kommt das nächste. Da steht, im Intervall von minus 2 bis plus 1. Ja, das ist ja hier, minus 2 bis plus 1, aber natürlich auch hier weiter oben und hier und so weiter. Also der ganze Bereich hier von minus 2 bis plus 1 ist hier gemeint. Und in diesem Bereich ist die Funktion streng monoton steigend, geht also bergauf. So, zweites Hackerl. Jetzt kommt der dritte Punkt. Beim dritten Punkt steht wieder für x größer gleich 1. Und jetzt wissen wir schon, was das bedeutet. Das ist dieser Bereich, wo das x größer oder gleich als plus 1 ist. Und hier ist die Funktion streng monoton fallend, geht also wieder bergab. Also jetzt weiß ich schon ungefähr, wie die Funktion verlaufen wird. Die macht so eine Welle. Runter, rauf, runter. So, und jetzt habe ich noch zwei wichtige Eigenschaften. Da steht, bei x ist gleich minus 2 ist eine Nullstelle. Und Nullstelle heißt ja, dass der Punkt, um den dreht es sich hier, auf der x-Achse liegt. Na, dann zeichne ich den mal ein. Bei x ist gleich minus 2 ist eine Nullstelle. Da muss meine Funktionskurve durchgehen. So, haben wir. Und letzte Eigenschaft, da steht, der Punkt h ist gleich 1, 3 ist ein lokales Maximum. Also ich suche mir mal den Punkt mit den Koordinaten 1 und 3, der ist hier, so. Und lokales Maximum heißt ja, dass hier so eine kleine Bergspitze ist. So, und jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich die Funktion zeichnen kann. Die beginnt irgendwo, wo kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich muss auf jeden Fall mal bergab zeichnen. Hier ist eine Nullstelle, ab hier muss es wieder bergauf gehen, geht dann hier bis zum Hochpunkt und ab dem Hochpunkt geht es wieder bergab. Wie das jetzt genau verläuft, also das könnte natürlich hier auch flacher sein und hier flacher oder hier ein bisschen steiler, das ist egal, es müssen lediglich die 5 Eigenschaften oben erfüllt sein. Und so sind sie erfüllt, wenn ich das Ganze so zeichne, und damit ist das Beispiel richtig gelöst.